Hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ja, ich habe schon vorbereitet, wie ihr ja gerade seht. Ihr müsst eigentlich im Prinzip für die... Ihr müsst die zwei Frauen dabei haben, die kleineren. Da die ja theoretisch leichter sind als die anderen. Und jetzt wird es nämlich richtig lustig. Xel, gib mir deine Sachen wieder in Ohr. So. Die brauchen volles Leben auf jeden Fall. Und Körper plus 40. Und Körper plus 20. Und Geist plus 40. Und wieso? Weil die mir sowieso im Angriff nichts bringen werden. Ja. Und bei dir kann ich leider nicht viel ändern, Selfie. Deswegen bleibst du so, wie du bist. Ach ja, in der Schatzkammer war ja gar kein Gegner, fällt mir gerade ein. Da geht zwar trotzdem noch nachher hin, aber ich will es halt nur mal erwähnen. Schleusenschlüssel. Was? Ich dachte, hier wäre noch ein Gegner. Habe ich mich vertan? Ja. Oh, nee. Nee. Ohne Scheiß, nee. Ohne Scheiß, drauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Ja, scheiße, jetzt muss ich wieder das Team wechseln. Wobei, ist eigentlich egal. Teamglied geht auswechseln. Ja, Frauen, ihr dürft bleiben, wo ihr... Dammit. Ah. Renoir gibt Xel deine Sachen zurück und Sephi gibt deine Sachen irgendwann zurück. Und Christus bleibt so wie du ist. Die ist einzige, die auch höheres Level ist von den Frauen. Man ist auch die einzige Person, die ich mal mitgenommen habe. Nee, nee. Ich weiß auch wieder, wo der Schatzkammerschlüssel ist. Fällt mir gerade ein. Ich Idiot. Was heißt ich Idiot? Das kann man schon vergessen. Das ist nämlich eine dumme Stelle. Scheiße. Ich habe jetzt irgendwas verkackt. Ja, Stärke 20 muss weg. So. Bei ihm habe ich ja nichts geändert, deswegen passt er eigentlich so, wie es ist gerade. Boys Team. Boys. In the Boys. In the world. Schleusenkammer bringt mir im Keller, glaube ich, was. Wo dieses kleine Gerät da war. I think so. I don't know. Just looking for this shit. I must. Ich gehe jetzt da einfach mal hin. So. Nee. Ich will hier jetzt demnächst mal fertig werden, meine Fresse. Sven.
So. Ich glaube, hier war das nämlich. Jetzt kann ich nämlich in die linke Tür rein. Erzengel! Wow, cool. So ein Hebel musste ich noch. Das Wasser ist gone. Kann ich jetzt da rein? Mann, ich will nicht den Draw-Punkt jedes Mal drücken. Nee. Hä? Habe ich irgendwas verpeilt? Ich habe jetzt irgendwas verpeilt. Ich wüsste sehr gerne was, aber ich habe irgendwas verpeilt. Okay, links muss ich nicht. Ich muss erstmal wieder zurück. Es kann jetzt eigentlich nur noch sein, dass ich irgendwas unten machen muss. Im Unterding. Wie heißt das Teil? Oh, fuck. Ich hab's vergessen. Ah, fuck, Alter. Ich weiß nicht mehr, wie das Teil heißt. Ja. Okay, keine Ahnung, wie es hier da heißt. Auf jeden Fall. Muss ich jetzt da runter. Yeah, Abkürzung. Zack, ja, Abkürzung. Der Einzige, den ist ja immer so dermaßen erwischt, ist Xel. So, ab durch die Mitte. Ah, ich weiß, wo ich hingehen muss. Da, wo die Gitter sind. Ich bin richtig. Shit, Alter, ich bin richtig. Schatzkammer. Schlüssel. Ich muss nämlich da rechts hin. Ich glaube, hier muss ich nämlich hin. Oder auch nicht. Nee, ich muss doch zur Schatzkammer wieder. Fuck. Fuck. Dreck. Bullshit. Mama. La la la. La la la. La la la. La la la. La. Dieses Hingehergelatsche da, das geht mir voll auf den Sack. Artemis. Ich mag Artemisias Schloss überhaupt nicht. Ich meine, die Idee mit diesen ganzen Siegel und Bösse da ist ja ganz okay. Aber wisst ihr, was ich an diesem Spiel, in dieser Stelle übelst hasse? Diese fucking Melodie hier im Hintergrund. Einfach der Vergleich zu der epischen Musik, die ich gerade vorher noch hatte. Dieses. Und dann kommt so eine Scheiße. Ich weiß, es ist eigentlich ziemlich cool. Immer so leicht, so voll schön. Na, 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 na. Und dann dum, 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 mit den Orgeln. Aber trotzdem, es ist. Ich hasse es. Dieses Spiel hat so gute Soundtracks. Aber das gehört nicht dazu. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay, dann war in der Schatzkammer dieser Biffer mit für Arme. Katapulus, oder wie das Viech heißt. Katapuz. Irgendwie so in dem Trag. Oh, fuck, warte. Heilen am Mast. I need Vitra. Vitra is what I need. Hey, hey. Holy moly.
Ja. So, jetzt hab ich's. Huse dem Siege, ba 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 ba. Ba 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 ba. Das Arbeit hat viel größer als Baphomet. Ich bin Kat Plus. Ich herrsche über das Donnerelement. Cool. Ah, Meteor hat er. Okay, dann machen wir. Angriff, Angriff. Ja, Angriff. Gucken wir mal, wie viel wir abziehen. Das Problem ist, ich glaube, einer von denen. Ja, okay, außer Xell kann niemand angreifen. Was natürlich affengeil ist. Ich glaube, Ryosuke kann der auch nicht was abziehen, oder? Kann das sein? Ja klar, er muss halt natürlich auch erstmal treffen. Todeshorn. Trifft natürlich nicht. Boah, Irwin, lernt ziehen, Alter. Ich bin vor deiner Nase. Ja, greif mich an. Was ist denn da los? Trifft denn niemand mehr Ryosuke? Ja, zieht's ab. Zieht's was ab. Zieht's was ab. Komm, bitte zieh mal 500 ab oder so. 400 ist auch nicht schlecht. So, jetzt Irwin, zieh mal auch nochmal 500 ab. Ja, 200 ist auch nicht schlecht. So, jetzt. Hasta la vista, Baby. Meteor. Das ist natürlich total bescheuert. Ja, genau. Dass ich jetzt natürlich Ryosuke vergiftet habe. Aber überleben tun sie es trotzdem. So viel zieht das nicht ab. Ja, das hat nicht so viel zieht es auch wieder nicht ab. Achso, der ist ja schon tot. Das war seine letzte Attacke. Ja, wie traurig ist das denn? Im Prinzip ist Elementen-K übelst für den Arsch. Das hat mir bis jetzt noch nie wirklich viel gebracht. Klar, ich kenn's, wenn ich alles in- und auswendig weiß, was für Elemente die haben, dann könnte ich es natürlich vorher ausrüsten. Das bringt mir halt so, denke ich, immer nur in dem Punkt was, wenn ich vorher verrecke. Aber ansonsten ist das total dämlich. Okay, das war die Schatzkammer jetzt. Ja. Ist eigentlich total egal. Speichern ist das Einzige, was ich eigentlich nicht brauche, weil ich es draußen kann. Das bringt mir nur, wenn ich alles habe und dann eh vor Artemisia hier dummes Schloss bin. Bin gerade mal überlegen, mache ich Omega Reap vor Artemisia oder soll ich das als Extra-Part machen? Nee, komm. Ich will, dass der finale Part wirklich das Finale ist mit den Credits und den ganzen Scheiß. Oh, ja, die Credits. Wow, die werden richtig geil. So, im Prinzip mache ich jetzt Diamant noch. Ja, jetzt mache ich Diamant noch. Vorher speichere ich aber nochmal ab. Diamant bin ich nämlich, ich weiß nicht, Diamant habe ich irgendwie in Erinnerung, er war schlimmer als Bahamut. Bahamut ist zwar nicht wirklich schlimm, aber trotzdem, er war schlimmer als Bahamut. Megapille. So. Speichern. Speichern am Mast. Habe ich jetzt eigentlich gespeichert? Aber ich habe immer ein Kurzzeitgedächtnis, wenn es um Speichern geht.
Oder ich bin zu paranoid und muss unbedingt nochmal speichern. Aber ich glaube, ich habe gerade gespeichert. 1612? Ja, 1613. Scheiße, ich habe gerade gespeichert. Egal. Lieber doppelt zu speichern, als statt, dass ich den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Falls irgendein Mist braucht. Ich meine, ich gebe nicht immer nur das... nicht nur immer mir die Schuld. Ich meine, es kann ja auch mal sein, dass natürlich einfach vor einmal der Akku leer geht. Ja, der Akku leer geht, was laber ich. Ja, okay, Akku leer gehen kann jetzt aufhören. Christopher Hoff will mit mir befreundet sein. In Facebook. Thomas Grey hat eine Freundschaftsanfrage bestätigt. Cool. Yeah. Ich guck gerade meine E-Mails nach. Ah, fuck. Und tu mit meinem Bauch den Analogstick lenken. Kann man echt viel Zeit sparen. Man muss halt immer gucken, wie man multitaskingfähig ist. Christopher Hoff. Irgendwie sagt mir der Name was. Christopher Robin. Egal. Hey, falls du es zuschaust. Hi. Okay, weiter geht's. Jetzt machen wir Diamant. Und dann machen wir Omega. Omega, Omega, yeah, Omega, Omega. Ach ja, das ist gleich was. Ich mache Omega Reapen. Und das mache ich den ganzen Part nur. Ich werde dafür einen extra Part machen. Der kann auch nur 8 Minuten lang sein. Weil der letzte Kampf einfach scheiße lange dauern kann. Zuerst kommt ja natürlich alleine. Ich meine, drauf geschissen auf die Alte. Dann kommt Bastard. Creeper halt. Aber Bastard habe ich ihn ja genannt. Dann kommt Bastard mit Artemisia verschmolzen. Und dann kommt Artemisia endgültig. Die ist sowieso ganz furchtbar. Die hat auch voll viel Leben. Und dann kommt voll viel Gelaber noch. Kommt voll viel CGI-Szenen. Und dann kommen die Credits. Und die gehen auch da mindestens noch 9 Minuten. Also ich bin echt beim Schätzen, dass der Part genauso lang wird wie der letzte One Piece Part. Nämlich 48 Minuten oder sowas in den Tag. Ja, so in den. Jump! Wow! Vielleicht kriege ich das auch noch hin. Hier jetzt Omega schon lange noch zu zeigen in dem Part. Könnt ihr vielleicht hinkriegen? Buße dem, der das wagt, das Siegel zu brechen. Du bist jetzt schon der Achte, der das sagt. Ich glaube, Omega Shenlong. Dammit! Omega Reapen ist der Einzige, der das nicht sagt. Ich glaube, denen ist das scheißegal. Der sagt einfach nur, fick dich. Kämpf gegen mich, Bitch. Hey, ratet mal, Diamant hätte Bahamut gehabt. Big Shock, gell? Wow, flache. Cool. Ich glaube, das zieht nämlich so viel ab, deswegen habe ich jetzt kurz Bahamut und Diablo gerufen. Dass die vielleicht die daran sterben. Und genau das ist jetzt gerade auch passiert. Ha, nur Diablo nicht. Bahamut ist gestorben, aber Diablo nicht. Okay, krass. Diablo ist badass einfach nur. Ich weiß nicht mal, ob ich den überhaupt gezeigt habe. Habe ich den bis jetzt gezeigt? Egal, dann hat er sein Debüt hier jetzt. Oh, stay energy with me! Spirit's box baiting! Kiki Dama! Ja, den Choke musste ich jetzt machen. Das ist die Shadow Kiki Dama. Shadow Spirit Box. Und er sieht natürlich nichts ab. Damit habe ich aber gerechnet. Okay, das geht mir jetzt auf den Sack. Könnt ihr mal Ryosuke Schaden zufügen?
Ja, jetzt kommt Kilgamesh, cool. Er kriegt ja auch mal seinen Auftritt. Was nimmt der jetzt für ein Schwert? Ich glaube, der nimmt Excalibur. Ja, den kann er nicht nehmen. Das Schwert von Odin kann er nicht nehmen. Bei Besten geht das nämlich nicht. What? So ein Vollidiot. Validiert. Multi. Ja, jetzt habt ihr ihn gesehen. Er ist nicht gerade der Schlauste. Und Odin ist mindestens so schlau, dass er normalerweise nicht... Oh, was verzeihe ich da? Stimmt da eigentlich auch schon wieder nicht. Weil er kam ja gegen Cypher. Wobei er hätte auch nicht erwartet, dass der kleine Pisser den umnieten könnte. Kommt, den besiege ich noch. Oh, jetzt geht er ab. It's time to say goodbye. Ach, der Arme. Mein Gott, der Arme. Ja, das passiert natürlich, wenn man sich gegen den annimmt. Der arme Tiamant, der hat da eigentlich keine Chance. Oh, ich wäre aber gerade auch gleich verreckt gewesen. Jo. Und das waren jetzt die 8 Siege. Ja, Leute. Das war's eigentlich im Prinzip mit dem da. Alle 8 Siege sind gebrochen. Cool, oder? So. Aber ich beende den Part jetzt und wir sehen uns beim nächsten Part, wo wir gegen Omega Reaper kämpfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!